Mann, das habe ich doch schon tausendmal gesehen. Da sind wir endlich mal wieder in Berlin und dann gucken wir uns nur so ein staubiges Gebäude an. Herr Bergmann, können wir nicht lieber Freizeit bekommen? Leute, macht mal halblang. Wartet doch erstmal ab. Freizeit bekommt ihr noch genug. Wer es glaubt. Mann, wieso bin ich überhaupt mitgekommen? Das wirst du schon noch sehen, Felix. Also Leute, wer von euch kann mir sagen, was heute vor 25 Jahren für ein Tag war? Der Geburtstag von Zlatan Ibrahimovic. Ja, das kann sogar sein. Aber was viel wichtiger ist, Simon, woher kommst du? Aus Chemnitz, wieso? Und woher kommst du, Felix? Aus Hannover. Und ihr seid doch beste Freunde, oder? Ja. Ja. Tja, stell euch mal vor, ihr wärt schon früher geboren worden. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr euch nicht ohne weiteres hättet treffen oder miteinander reden dürfen? Und dass ihr wahrscheinlich vom Staat beobachtet werden würdet, wenn ihr denn trotzdem Kontakt hättet? Nee, wieso denn? Mir hat keiner was zu sagen, Mann! Tja, das ist vielleicht heute so. Aber bis vor 25 Jahren, da war Freiheit nicht so selbstverständlich wie jetzt. Ich erzähle euch jetzt mal was von zwei Freunden, die in eurem Alter waren. Beste Freunde, so wie ihr. Nennen wir sie mal Jan und Anton. Also, Jan und Anton kennen sich seit ihrer Geburt und wohnen in Hamburg. Ihre Eltern sind miteinander befreundet. In der Schule sitzen die beiden immer nebeneinander, machen Quatsch, wie ihr beide, spielen Fußball in den Schulpausen und hängen auch sonst andauernd miteinander rum. Allerdings nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem Antons Familie in den Osten von Berlin zog. Was glaubt ihr, wie es damals weiterging? Wie blieben die beiden in Kontakt? WhatsApp und Skype? Ja, als ob es den damals schon gab. Als ob ich das ernst gemeint hätte. Naja, aber sie können doch telefonieren und sich besuchen, oder? Genau, das haben die beiden auch gedacht. Doch dann hat ihnen die Geschichte einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Zweite Weltkrieg lag nämlich nicht lange zurück. Deutschland wurde besetzt von den Alliierten, die das ganze Land untereinander aufgeteilt haben. Der Westen und der Süden von Deutschland wurde unter anderem von den Amerikanern und Briten besetzt und der Osten von den Russen. Deutschland hatte nach dem Krieg keine eigene Regierung, keine funktionierende Wirtschaft und auch sonst einen Haufen von anderen Problemen. Russland und die Westmächte hatten allerdings ziemlich unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft Deutschlands. Und auch die Amerikaner hatten natürlich ihre eigenen Pläne. Beide Parteien stritten und konnten sich einfach nicht einigen. Und während in Westdeutschland die Bundesrepublik gegründet wurde, wurde der Osten Deutschlands unter den Russen zur DDR. Im Westen ging es ziemlich gut voran. Vielleicht habt ihr mal was von dem sogenannten Wirtschaftswunder gehört. Obwohl der Krieg nicht lange zurücklag, ging es der Wirtschaft in der BRD nämlich ziemlich schnell wieder relativ gut. Bei Anton allerdings sah das Ganze ein bisschen anders aus. Bei ihm haben sowohl die Mutter als auch der Vater gearbeitet und trotzdem konnten sie sich viele Dinge einfach nicht leisten oder kamen gar nicht erst an sie heran. Auf ein Auto für die Familie zum Beispiel musste man oft jahrelang warten. In den 70er Jahren zum Beispiel durchschnittlich 16 Jahre. Ganz viele Freunde von Antons Eltern gingen deshalb in den Westen, weil sie da nicht nur einfacher und mehr Geld verdienen konnten und die Versorgung besser war, sondern auch insgesamt mehr Freiheiten hatten. Und auch Antons Eltern haben irgendwann beschlossen, wieder nach Hamburg zu gehen. Anton und Jan haben bis dahin noch sehr oft telefoniert und sich andauernd Briefe geschrieben. Als Anton gerade erfahren hat, dass er wieder zurück nach Hamburg kann, kam leider eine ziemlich schlechte Nachricht. Um zu verhindern, dass noch mehr Menschen in den Westen ziehen, baute die DDR-Regierung eine Mauer zwischen Ost und West. Und das war keine Mauer, über die man einfach so rüberklettern konnte. Ziemlich schnell wurden Menschen, die auch nur den Verdacht erweckten, dass sie in den Westen wollen, überwacht und Fluchtversuche hart bestraft. Jan hörte nach einiger Zeit fast gar nichts mehr von Anton. Er bekam zwar im Fernsehen mit, dass es durch das Regime im Osten durchaus schwierig war, Kontakt mit Leuten im Westen zu haben, aber trotzdem versuchte er es immer und immer wieder. Die Situation in der DDR war schwierig. Anton interessierte sich zum Beispiel für amerikanische Bands, aber es war super schwierig, Platten zu bekommen, weil sie in der DDR einfach nicht verkauft wurden. Deshalb träumte er davon, in die BRD zu ziehen, weil es dort mehr Freiheiten gab. In der DDR wurden die Menschen aber durch die Stasi eine Art Geheimdienst überwacht. Wer sich kritisch gegenüber dem Staat äußerte oder eben auch nur Familie oder Freunde in der BRD hatte, galt als verdächtig, wurde überprüft und sehr oft sogar verhaftet. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist? Stell euch mal vor, irgendjemand liest all eure WhatsApp-Nachrichten. Oh nee, das geht gar nicht. Meine Mutter hat neulich einfach mein Handy genommen. Ey, das hat mich wahnsinnig gemacht. Das machen die doch heute auch noch. Ich sag nur NSA. Ja, aber damals war das noch ein bisschen was anderes. Leute, die sich auch nur irgendwie kritisch über die DDR geäußert haben, wurden verhaftet. Und manchmal wurden ganz normale Menschen wie du und ich von ihren Nachbarn wegen irgendwelchen Kleinigkeiten angezeigt. Aber das darf man doch gar nicht. Man kann doch nicht einfach jeden einsperren. Genau, das ist ja das Problem. In der DDR waren Menschenrechte nicht so selbstverständlich wie heute. Wenn du da irgendetwas in einem Schulaufsatz geschrieben hast, das der Staatssicherheit nicht gepasst hat, dann hast du ordentlich Probleme bekommen. Oder wenn dich jemand mit amerikanischer Musik erwischt hat. Sogar das war verboten. Oh Mann, das ist heftig. Was meint ihr, wie lange Jan und Anton sich nicht mehr gesehen haben? Keine Ahnung, lange? Über 30 Jahre. Im Laufe der Jahre ging es der DDR immer schlechter. Die Schulden wuchsen und die Isolierung machte sich immer mehr bemerkbar.
Viele Menschen gingen auf die Straße, um gegen das Regime zu protestieren. Immer mehr Menschen forderten friedlich weitreichende Reformen und auch westliche und osteuropäische Politiker versuchten diplomatisch eine Einigung zu erzielen. Und am 9. November 1989 war es dann soweit. Die Mauer, die jahrzehntelang Deutschland gespalten hatte, ist gefallen. Könnt ihr euch das vorstellen, dass Menschen, die sich so lange nicht gesehen haben, endlich wieder aufeinander zurennen konnten? Jan und Anton waren völlig außer sich, als sie die Nachricht gehört haben. Natürlich haben sie sich gleich getroffen und den zigtausenden feiernden Menschen angeschlossen. Und im Endeffekt hat es dann noch ein ganzes Jahr gedauert, bis Deutschland wieder offiziell vereint war. Aber der eigentliche Mauerfall war genau vor 25 Jahren. Und hier, wo wir jetzt stehen, wurde die Teilung offiziell beendet. Aber was bringt uns das? Naja, stell euch doch nur mal vor, wie viele von euch kommen aus Ostdeutschland? Und wie viele von euch haben Freunde oder Verwandte in Ostdeutschland? Ihr würdet euch zum großen Teil gar nicht kennen, wenn das hier nicht stattgefunden hätte. Ihr dürftet eure Verwandten und Freunde nicht besuchen und nicht einfach so quer durch Deutschland fahren. Davon mal ganz abgesehen wäre die ganze Politik und Wirtschaft heutzutage vollkommen anders. Meinungsfreiheit, freie Berufswahl, volle Supermärkte, nichts davon wäre überhaupt möglich. Und ihr beide, ihr hättet niemals beste Freunde werden können. Und die Longboard-Tour wäre erst recht nicht möglich gewesen. Was? So, ich hoffe, euch hat mein Kurzfilm zum Thema Mauerfall gefallen. Vielen Dank an alle lieben Leute, die mitgemacht haben. Wenn ihr jetzt hier irgendwo klickt, dann kommt ihr noch zu zwei Videos von Dark Victory und der Klugscheißerin. Die solltet ihr unbedingt einmal abchecken. Zum Schluss würde mich interessieren, was ihr für Verbindungen zum Mauerfall habt. Vermutlich aufgrund eures Alters, ja jetzt persönlich eher weniger. Aber fragt doch mal eure Eltern, was die für Erinnerungen haben und schreibt deren Antwort mal unten in die Kommentare. Wenn ihr Lust habt, ein bisschen zu diskutieren, dann schreibt uns doch einfach auf Twitter mit dem Hashtag Mauerfall25 und dann können wir da nochmal ein bisschen gemeinsam über das Thema sprechen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Bergmann.